Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KDM und Thüringen. Wir enden aktuell Feld Nummer 38. Wir haben gerade mal fast eine Runde geschafft. Jetzt sind wir bei und ja, machen weiter. Wie ich schon in der vorigen Folge erzählt habe, werden wir das Feld ernten müssen, komplett. Und das Feld mit Hafer. Dann können wir anfangen mit Season. Das heißt, in der nächsten Aufnahme-Session werden wir das fließend übergehen. Normalerweise mache ich das ja so nicht, dass ich die anderen Fälle brach liegen lasse, sondern es wäre schon längst einer bei und hätte ausgesät. Was wir machen könnten, wir können das eine Feld noch kalken. Raps ist auch voll. Zweite, den machen wir zuerst. Kommen wir da vorbei. Ackerrand. Ne, das ist auch noch nicht voll. Ach, der Raps ist der LKW. Aber der kann auch nicht mehr viel fehlen. Ja, halb voll wird er sein. Die erste Ladung wird gerade entladen. Das ist gut. Werden wir gleich mal abnehmen. Dann haben wir gleich das eine Feld, wenn wir den Rest pflügen, und das andere Feld, wenn wir gleich kalken. Normalerweise könnten wir uns jetzt verpieseln, aber ich will das kurz überprüfen, dass es klappt. Ja, das klappt. Das ist der große Kalkstreuer. Wir haben ihn auch stehen. Das Feld Nummer 48. Das fällt man nicht rundherum, zweimal. Ja. Ja, drücken und Zeit. ja, kalten Feld 48 mal einschreiben. Hat er mir wo kalken und das klappt nicht so richtig. Müsste mal einen neuen Kursplay runterladen. So, das macht er mal alleine. Ein Feld wollen wir noch ein bisschen nachflügen. Dazu müssen wir mal schauen. Den richtigen Takt erwische. Und zwar wurden einige Stellen übersehen. Beziehungsweise nicht fertig gemacht. Normalen Helfer. Das machen wir gleich nach. Der Hafer ist auch reif. Kann man sagen, super. Aber zeitlich ungünstig. Das fliegen wir gleich manuell.
Dann wird er gleich auf Feld Nummer 48 angehen, sobald er mit dem Kartenfeld ist. Was ich machen könnte, mit einem anderen Kalksteuer herfahren und ebenfalls kalken. Wo kalken sie, bin misstrauisch, weil die hauen mir wieder ab. Behalten, dass die anderen beimachen hier beim Dreschen. Die Wenderad ist sehr groß. Uhrzeit 18:07. Ja, wir haben mitten in der Woche am Dienstag. Normalerweise habe ich die Aufnahme alle am Sonntag fertig, am Dienstag hochgeladen. Dann werde ich heute nicht mehr hochladen, sondern die nächsten beiden Folgen bearbeiten. Und dann werde ich morgen oder Donnerstag hochladen. Müssen wir unseren mobilen Reparaturtrag herholen. Hier irgendwo in der Mitte war noch ein Streifen, was noch nicht gut war. Das war da, wo ich mit ihm genommen habe, wo ich ihm gegenlenken musste. Ah, da vorne. Das machen wir auch gleich mit, das ist auch erledigt. Wenn wir, wenn die Season beginnt, richtig arbeiten hier. 1, 2, 3, 4 Felder mit der Aufsaat. Gibt ein bisschen Arbeit. Warte mal, 3 Tage oder 6 Tage Frühling muss man hinzukriegen können. Wir haben ja 2 Maschinen da. Düste. Der wäre fertig. Der nächste ist voll. Da gehen wir erstmal hier am Rand hin. Ah. Juckt Nase. So, wollen wir den gleich leer machen? Oh. Sieht besser aus, wenn so reinfällt. Oh. Entladen soll er auch. Sieht besser, wenn er gleich leer ist, dann ist er, braucht man nicht so herfahren. Denn die Beine sind recht voll. So, kommen wir wieder.
Das ist natürlich immer etwas ungünstig, weil wir anfangs recht weite Wege fahren müssen. Aber ist nicht anders. Gut, dann nehmen wir erstmal den roten und dann den schwarzen. Sonst kommt durcheinander. Der schwarze kommt eh nicht weiter. Anführungszeichen muss der rote weiter vorne. Und der muss sowieso zuerst gemacht werden. Weil er wird eh gleich stehen bleiben. So, wenn da. Zu weit weg. Wieder mal verschätzt. So. 6000, 7000, 8000, 10.000. Gibt es 1000 noch halt in drinne? Das geht ganz gut. Also der zweite, das haben wir klar. Hat auch ein LKW gereicht zum Abladen. Aber gut. So haben wir weniger Stress, Anführungszeichen. Stress haben wir sowieso nicht. Oh, der ist leer. Das ist eine Schiene, der leer ist. Ein paar Felder mehr haben wir, ein bisschen mehr verdienen hier. Großen Felder mit Dreier heranfahren, wenn das Geld reicht für den zweiten Drescher. Schneidwerk haben wir ja schon. Der Kalkfahrer ist leer, muss man aufpassen. Dann wir gleich hinterher düsen. Da werden wir jetzt was probieren. Und zwar mit dem Überladewagen. Aber noch einen zweiten Traktor auch noch. Das müsste der Fan 9 sein. Ja, mein Gewicht. Muss ich das gelbe Gewicht holen? Rein theoretisch. Wir müssen probieren, ob wir da Kalk aufnehmen können. Ich habe ja hier den einen Mod, da müsste Kalk auch reingehen. Müsste. Aber wir holen uns ein Gewicht. Dann ist besser für ein Fahrverhalten. Sobald der Hänger nämlich voll ist, wird es ziemlich. Ups. Bisschen schwierig. Genau. Das gute Bremse, ne? Wir können jetzt hier nicht mit dem ganzen Hänger herumfahren, das wird nichts. Ja, gelb ist schon ungünstig, aber gut, was soll's. Ich hab irgendwo einen grünen. Weiß gar nicht so.
dran denke und mal sehe, werde ich was umtauschen. Oder bei nächster Reparatur umlackieren lassen. Hellgrün. Auf geht's. Erstmal voll machen mit Kalk. Wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ja gut. Dünger und Saatgut hat immer funktioniert, aber Kalk ist ein schwieriger. Kalk geht auch. Gut, das ist super. Jetzt wird es dunkel und nicht mehr dünn. Ja, gut. Grisslich. Ich habe einen Pullover hier. Ah. Ich mach kurz mal Licht an. Ändert sich nicht viel. Ah, macht nichts. Ja gut, da haben wir noch. Gut, wir hätten ja was kaufen können, ne? Also wir hätten jetzt nichts. Garantiert hätten wir jetzt kein Geld gehabt, jetzt mal zur Aussaat. Denn wir haben ja noch ein bisschen auf Lager. Zwar nicht so viel, aber wir hätten ja aktuell was. Von daher hätten wir auch kurz im Minus gehen können. Wenn wir zuerst den roten nehmen. Wahnsinn, zwei Folgen und gerade mal zwei Runden. Naja. Ein bisschen nicht dran gehen, um was zu hören ist, ne? Da bin ich ja nichts. Jetzt kommen noch einige Veränderungen zu. Also die Produktion werden noch einige kommen jetzt nachher. Und mit Season kommt eine kleine Revolution. Werdet ihr sehen. Dass es einen riesen Schritt nach vorne macht. Das wird abwechslungsreicher. Wir kriegen jetzt Winter und mit Schnee und heißt, sie werden jetzt nicht mehr zur gleichen Zeit ernten und aussehen, das wird nicht mehr vorkommen. Sei denn, das schneiden sie mit der zweiten Frucht, aber mit der zweiten Frucht sieht man nicht so. Nicht für Thüringen. War der Kalk. Können sie auch anders entscheiden, den Blocking, weil ich noch warten könnte oder so entscheiden kann. Dann ist ja in dem Sinne ja kein. Aber bis der andere nicht auffährt, ne? Das wundert mich dabei. Alle gleicher Modus, den kennen sie wahrscheinlich.
Also ihr könnt locker noch einen dritten nehmen dazu. Besser. Dann können wir das auch ein bisschen beschleunigen. Sonst haben wir hier. Die Erde lohnt sich. Die Ernte lohnt sich. Jetzt haben wir uns den Schwarzen hin, das hat mich auch voll. Und da geht die Runde schon zu Ende, die Folge. Also ich danke nochmal allen fürs Zuschauen, fürs Reinschalten, fürs Klicken, fürs Kommentieren. Natürlich freue ich mich wieder auf ein Wiedersehen. Wenn ihr Vorschläge habt, Anregungen, Kritik, dann sofort melden, schreiben, kommentieren und ich schaue, was ich davon umsetzen kann. Das meiste wird sicherlich gehen. Dann seid mal Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Ciao.